Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde World of Warcraft. Wie ihr sehen könnt, stehe ich vor Archimonde, dem Endboss in der Höllenfeuer-Zitadelle. Ich bin im LFR-Modus, das ist der fünfte Flügel, das schwarze Tor. Und ich versuche mal mein Glück. Ich erzähle euch mal ein bisschen was über den Boss, bevor wir in den Kampf reingehen. Der Kampf ist in drei Phasen unterteilt und in der ersten Phase erscheinen verdammtes Teufelsfeuer und Höllenfeuer-Todesrufer. Und die Kill-Priorität ist, dass man zuerst das Feuer tötet und dann die Höllenfeuer-Todesrufer. Und was ist noch zu beachten? Ein Spieler, oder besser gesagt zwei Spieler, werden in die Luft geschleudert und unter denen bilden sich lilane Flächen. Da sollten sich ein paar Leute reinstellen, damit die den Schaden abfangen, wenn die zwei Spieler wieder runterfliegen. Das ist sehr wichtig, weil sonst gehen die höchstwahrscheinlich down. Und das Wichtigste ist natürlich, nicht im grünen Feuer stehen bleiben. Da sollte man sofort rausgehen. Und dann bei 70% startet die Phase 2. Und was gibt es da zu beachten? Drei Spieler bekommen jeweils immer gefesselte Pein. Das heißt, die bekommen so ein lilanes Gefängnis um sich herum. Und die müssen dann 30 Meter davon weggehen, damit die Ketten wieder gesprengt werden. Da gibt es noch das fokussierende Chaos. Das sollte man nicht in der Linie zu anderen Mitspielern sein, weil sonst die sehr viel Schaden erleiden. Und da gibt es auch noch ein paar Ads, und zwar die teufelsgeborenen Oberdämonen. Die kann man unterbrechen und sollte man unterbrechen. Und die Schreckenskirsche. Und dann bei 40% beginnt die Phase 3. Da gibt es eine nette Verbannung, das heißt, da gibt es eine große grüne Fläche, die erscheint beim Tank dann. Und da geht ein Tank runter und ein paar DDs gehen mit runter. Dort in der Phase muss man den Stern töten, der einen verfolgt, und dann die restlichen Ads auch, die unten sind. Danach auf das eine Ad draufklicken und dann kommt man wieder nach oben zu Archimonde. Dann gibt es noch die Höllenbestien, die sollten nicht zusammenstehen, weil die sich gegenseitig heilen. Und die halt auch so schnell wie möglich umhauen. Und dann halt immer Schaden auf Archimonde. Die höchste Priorität gilt den Ads, die müssen so schnell wie möglich immer down gehen. Und danach kann man wieder Schaden auf Archimonde machen. Und das wollen wir jetzt machen. Let's try! Archimonde! Höllenfeuer-Zitadelle, fünfte Flügel im LFR-Modus. Das schwarze Tor. Ach ja, es gibt noch zu beachten, das grüne Feuer da am Boden. Ein Spieler wird immer so für circa 10 Sekunden verfolgt und der sollte halt immer wegrennen vor dem Feuer. Und wie ihr sehen könnt, waren gerade die zwei Ads auch da, verdammtes Todesfeuer und Höllenfeuer-Todesrufer. Die müssen schnell down gehen und dann wieder Schaden auf Archimonde. Und ihr seht da hinten rechts die lilane Fläche. Das wurden gerade zwei Spieler hochgeschleudert und dann müssen sich halt ein paar Spieler drunter stellen, um den Schaden abzufangen. Und wenn hier solche Bubbles erscheinen, benutzt am besten eine, denn die schützt euch womöglich. Die Geißel, 1000 Würfel fallen! 4, 3, 2, 1.
Und wie ihr sehen könnt, sind drei Mitspieler gerade im lilanen Käfig. Und die müssen dann jetzt 30 Meter wegrennen davon, damit die Ketten wieder gesprengt werden und dass die wieder frei sind. Und die eine will gerade nicht. Du musst laufen, laufen. So, jetzt lauf, lauf. Die müssen nicht alle laufen, wegen dem Feuer. Diese Welt wird nicht so leicht fallen, Dämon. Hier wieder alle jetzt töten. Die Torwesgeborenen Oberdämonen unterbrechen. Gerade startete die Phase 3 und ein Tank bekommt jetzt Nässeverbannung. Und das ist die große grüne drehende Fläche, wie ihr sehen könnt. Der Tank muss jetzt in die Mitte hingehen und ein paar DD sollten mitkommen und die Ads dann in der Zwischenphase alle töten. Und die Ads, die aus diesem grünen Teil hier erscheinen, die mussten manchmal auch sehr schnell umhauen. Das hier. 5, 4, 3, 2. Und dann wieder weiter Schaden auf den Boss machen. Und jetzt beginnt die hektische Phase des Kampfes. Jetzt kommen die Höllenbestien. Diese sollten nicht zu sehr beisammenstehen, denn die heilen sich gegenseitig. Helft mir, Champion! Jetzt hat der Boss nur noch ein paar Prozente und in der Schlussphase versucht jeder Schaden auf den Boss zu machen. Denn wir wollen ihn ja down sehen. Gold!
sagt. Raynor ist frei! Ist noch nicht vorbei. Gul'dan und die Teufel, die ihn lenken, sind nicht so einfach zu besiegen. Ich fürchte, das ist erst der Anfang. Wenn ihr uns je braucht, werden wir hier sein. Wir werden uns wiedersehen. Ein weiser Mann sagte mir, im Licht sind wir eins. Die Zukunft gehört uns. Wir werden Draenor wieder aufbauen. Gemeinsam. Und nach etlichen Vibes wurde Archimonde endlich im LFR-Modus besiegt. Das ist sehr gut und das freut mich. Und als Loot bekomme ich nichts außer Gold. Aber Gold ist auch schön. So, und wenn man hier draufklickt auf das Portal, dann kommt man wieder an den Anfang der Instanz. So, das war's auch schon wieder von mir. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen helfen und ihr seht, wie der Kampf gegen Archimonde ablaufen kann. Ich wünsche euch viel Glück und viel Erfolg beim Archimonde-Kill im LFR-Modus und hoffe, ihr bekommt einen guten Loot und wer den Legendary-Ring machen will und ihn bekommen hat, den Ring, der bekommt als Endquest die Aufgabe, diesen Archimonde hier zu töten. So, und das war's auch wieder von mir. Ich bedanke mich sehr bei euch fürs Zuschauen und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder zuschauen würdet. Bis dahin alles Gute, viel Spaß und viel Erfolg. Servus, Pfitti und tschüss, euer Tiger.